Moin zusammen, aktuell läuft die Comic-Con in Brasilien und Marvel hat sich dazu entschieden, uns ein paar neue Dinge dort zu veröffentlichen, wie unter anderem jetzt diesen brandneuen Trailer zu Thunderbolts. Auf den möchte ich gemeinsam mit euch reacten, der geht ganz schön lang, das sind fast 4 Minuten, crazy shit, aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los. Mein Name ist nach wie vor Dennis und euch und mir in diesem Fall auch ganz viel Spaß bei diesem Video und Trailer. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Fängt sehr gut an. Ich bin gespannt auf deren Konstellation, wie sie so miteinander agieren. Stand da gerade Red Guardian Limo Service? Oh, da ist garantiert Bucky mit dabei. Hat er gerade Lexi genannt? Das ist genau mein Humor. Ah, okay, da ist es, Bucky. Die Musik ist cool. Oh ja, hell yeah, da ist er. Warum sieht er so cool aus? Also jetzt mal ohne Spaß mit den längeren Haaren und der Brille. Hammer. Okay, das ist badass. Das riecht badass. That's not good. Da sind sie alle. Der Avengers Tower. Ist nicht verrückt, wie krass sie nach Tulsi Gabbard aussieht? Total witzig. Okay. Kriegen wir jetzt alle Namen einmal? Richtig schön rau wieder, so ein bisschen Oldschool Marvel Feeling. Regular. Okay, ich wette, das wird der Running Gag für den ganzen Film. God only knows the blood on your hands. Pretty ludicrous coming from the dime store Captain America. I'll have you know, it's actually the official Captain America, so. Yeah, for like 2 seconds. Okay, die Konstellation, die ist richtig gut zwischen den allen. Das macht Spaß. Getting so tense in here. Hab ich schon ganz vergessen. Who are you? I'm Bob. Das fühlt sich viel mehr nach DC als nach Marvel an und ich liebe es. Boah, okay, die Action sieht cool aus, ja. Hammer. Die zeigen häufig dieselben Szenen. Ich glaube, da wartet noch viel auf uns. Verstehe aber noch nicht, warum das da ist. Das wäre der Trailer gewesen. Ey, Thunderbolts macht richtig Laune und vor allem auch richtig Bock auf mehr. Der macht richtig Spaß, der Trailer. Ich liebe die Konstellation zwischen den allen. Ich liebe es, wie sie uns das alles so ein bisschen präsentieren, wie so bei The Suicide Squad. Also einfach mal so jede Figur vorstellen. Ey, die harmonieren super. Ich habe da richtig Bock drauf. Wenn ich mir jetzt eine Figur aussuchen müsste, also der Thunderbolts selbst, ich glaube, ich würde Bucky nehmen, auf den ich mich am meisten freue. Ansonsten ganz knapp hinten dran noch John Walker und auch der Red Guardian. Die sehen alle super funny aus. Aber auch, dass wir Yelena ein bisschen im Fokus haben, finde ich super. Ja,
Ey, warten wir mal ab. Aber ich bin heiß. Ich bin richtig heiß drauf, wie gesagt. Fühlt sich ein bisschen an wie DC, aber auf jeden Fall im positiven Sinne. Also ein bisschen rauer, so ein bisschen dunkler, aber trotzdem sehr, sehr gut gepaart mit auch Humor. Also von daher, ey, ich freue mich drauf. Und ansonsten wäre es das dann auch gewesen mit dieser Reaction. Eine nächste kommt auch noch heute raus zu Captain America. Das heißt, der Rewatch vom MCU wird sich leider auf morgen vertagen. Aber ich glaube, das seht ihr mir nach, weil es gibt heute noch sehr, sehr viel Marvel-Content. Euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit bis dahin. Und bis gleich. Haut rein und ciao, ciao.